Hi ihr Lieben, ich begrüße euch und ihr seid alle herzlich eingeladen an meinen Kanal. Ich möchte euch nur zeigen, wie man so schnell jetzt zu Hause eine Mini-Pizza oder Piccolinis machen kann. Das sind so lecker, crunchy, also so knusprig von der Außenseite und innen sind sie auf jeden Fall schön weich. Also bevor wir mal mit unserer Mini-Pizza anfangen, dann brauchen wir erstmal die Soße. Und ich habe mich entschieden, so eine Spicy Sauce zu machen, also würzige Pizzasauce. Und du kannst auch entweder die Zutaten reduzieren oder noch schärfer machen oder würziger machen, wie du möchtest. Also schaut auf jeden Fall der erste Teil von dieses Video. Da habe ich alles gezeigt, wie ich das gemacht habe. Leute, Pizza geht immer. Und was Gutes ist, ob groß oder klein, alle lieben Pizza. Und du kannst auch eine Beschäftigung haben mit deinen Kindern oder Enkelkindern oder. Und jetzt wartet ihr auf jeden Fall bis zum Schluss dieses Videos. Da wird meine kleine Sohn eure Kinder auch zeigen, wie man die Piccolinis macht. Also seid denn gespannt und verpasse nicht den ersten Teil von dieses Video. Also schaut auf jeden Fall das Video zu Ende. Es ist ganz wichtig für beste Ergebnis, dass du dein Mehl unbedingt siebt vom Verbrauch. Also für die Flüssigkeit, du brauchst auf jeden Fall warmes Wasser, ca. 350 ml. Dann brauchst du Mehl, 450 Gramm, Salz, eine halbe Esslöffel, Honig, eine Esslöffel und trockene Hefe, ein Esslöffel. Mach ein kleines Loch in der Mitte von der Schüssel mit dem Mehl und dann tust du deine Flüssigkeit da rein und du kannst auch auf jeden Fall anfangen von der Mitte, so wie ich das mache, umzurühren und wenn es dann ein bisschen schwer ist, dann nimmst du einfach deine Hand und mach das weiter. Natürlich konntest du alles das mit dem Mixer-Rührgerät machen. Du kannst jetzt auch gucken, ob deine Teig die richtige Konsistenz hat, indem das nicht mehr so klebt, so tastest du da drauf und dann kannst du für beste Ergebnis über Nacht einfach so zudecken mit Frischhaltefolie und ansonsten, wenn du schnell das machen möchtest, lass vielleicht für 4 bis 6 Stunden dann stehen, so natürlich zugedeckt. Dann solltest du bitte einfach deinen Belag, was du da drauf machen möchtest, vorbereiten und natürlich vorerst die Soße soll gekühlt sein und dann kannst du anfangen einfach deinen Teig einfach in kleine runde Bälle, also ich mag immer so meine Hand große und dann halbiere ich das nochmal und danach tue ich das rausrollen und einfach so wie ich das gerade mache. Dann tust du halt deine Tomatensauce da drauf und einfach so schön verteilt und danach tust du einfach deine Zutaten, deinen Belag und wir haben einfach Salami, weil das wollte meine Jungs haben, also gerne essen sie Salami-Pizza oder Mini-Pizza oder Piccolinis und danach habe ich halt, weil ich so klein gemacht habe, geschnitten, kommen die Salami-Stückchen da drauf. Dann Käse und ja, das war jetzt mein Part. Und bitte bleibt dran, weil Milo werde euch und eure Kinder auch zeigen, wie die kleinen Kinder auch ganz einfach und mit Spaß ihre Piccolinis machen können. Milo ist übrigens mein jüngster oder unsere jüngste Sohn. Und der hilft gerne in die Küche. Und wie gesagt, dann haben die Kinder auch Beschäftigung und sind sie dann auch ja, irgendwo und machen was sinnvoller. Also wenn du alles schon gemacht hast, dann tust du das einfach im Ofen rein. Schaust du auf jeden Fall auch, dass dein Ofen vorgeheizt ist. Und dann backst du für ca. 180 Grad für ungefähr 7 bis 10 Minuten. Und dann bist du dann nachher fertig. Und guck mal, wie die aussehen. Total lecker. Wirklich lecker. Wollt ihr noch ein bisschen was von der Mini-Pizza? Ist ganz, ganz lecker. Ja, guten Appetit, Leute.
dieses sehr, sehr weich oben, saftig und knusprige Boden hat ihr dann auch. Ich mach wie eine richtige. Mach weiter. Ich mach wie eine richtige Pizza. Ja, gut. Good job, Milo. Good job. Guck, Mini-Pizza. Ja, das wird auch Piccolino sein. It's gonna aber be Mini-Pizza. Aber es sieht aus nicht wie eine kleine Pizza, wie die großen Pizzen, aber nur kleine. Ja. Noch klein. Es rollt noch bitte ein bisschen weiter und nachher machen wir ganz kleine aber Teig raus. Very good, Milo. Good job. Nee. So einfach macht man Pizza, oder Milo? Ja. Ja. Piccolinos meinst du? Ah, Piccolinos, da hat es mich sogar gesagt. Richtig, you're very right. That is how Milo does his Piccolinis. Macht man Piccolinos. Wie bitte? Ja. Wie? Hast du, was hast du gesagt? So einfach macht man Piccolino. Du sollst aber hier gucken zu mir. Nee. Is it so easy? Ja. Macht Spaß? Ja. Good. So Milo just said Piccolinos is just too easy to make. Very good job. Very good job. So das machen wir wieder zusammen. Macht, yes, put it together and then we're going to roll it again. Very good, Milo. Look at me, please. Ja, gleich. Gleich? Bist du beschäftigt, eh? Es geht nicht. Es geht schon. Ja, hast du gleich. So, it needs some energy and technique, but Milo is doing a good job. So, I just want to show you how easy it is to do mini pizzas and even small kids can do. Like you can see Milo doing, he's having some exercises. And that's gonna be something little for him. So I have salami. He likes salami. So they're gonna be salami pizza, mini pizzas, cheese, and the tomato sauce that I just made before. Sind wir fertig mit Tomatendose? Jetzt kommt der Belag mit dem Salami. Richtig, also. So, Milo just said he already put the tomatoes. Es geht los. Okay, now put the salami on top. Und muss jede Salami machen? Muss jeder eine Salami machen, oder? Wenn er will. Wenn er will. So, I just asked Milo if everybody has to make salami. Then he said, no, when you just want to do that. Okay, dann machst du bitte dein Salami überall. Vorsichtig. Das macht nichts. No problem. Immer eine Löffel, sonst fliegt alles runter. Neuen. Mhm. So Milo is just putting the salami, it's almost finishing. And if you want, you can use your own toppings. You can do ham, you can do vegetables, you can do whatever you like. Okay? Good job, Milo. Oh, ich habe fast keine Salami mehr. Du hast keine Salami mehr fast. Und was machen wir denn? Use your spoon, please. Machen mit der Löffel ist besser, oder? Ja. Und was machen wir, wenn du keine Salami mehr hast? Was machst du? What are you going to do now that you don't have enough Salami? Die Hälfte lässt du mit Mama runter. Ja, Milo just said no. Now I have no salami anymore. The rest I'm going to leave it like that. So it's gonna be margarita, but there are only two, no problem. So good job. Was ist das? Das ist was drin. Also, wir sind jetzt fertig. Und jetzt? Wo bin ich mit der Mama, Kamera? Stimmt doch nicht, wir haben noch Käse noch nicht. Wir haben noch keinen Käse drauf. Jawohl, du bist doch der Koch heute. Dann mach mal den Käse drauf. Ich bin doch kein Koch gewesen. Ohne Käse geht ja nicht. Käse ohne, Pizza ohne Käse. Das wäre gar kein Pizza. Dann wäre es Zeit
Pizzana. Pizzana. Ich habe viel zu wenig Teig. Okay. Gut, the next one. Also Milo, bist du jetzt fertig oder noch nicht? Fertig. Okay, und was machen wir jetzt? Oben. Ja, jetzt kommen wir... 8 Minuten. 8 Minuten im Ofen reintun. Mhm. Ja, und das wird dann schon nur... Lang. 8 Minuten ist nicht lang, das geht ganz schnell, dann ist die schon fertig. 8 Minuten. Und was sagst du zu den anderen Kindern? Könnt ihr mal nachmachen oder nicht? Ihr könnt nachmachen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr probieren. Ich bin hier. Dann könnt ihr probieren. Okay. Und wenn es lecker schmeckt, könnt ihr es schreiben. Richtig, sehr gut. Könnt ihr schreiben. Das ist gut. Und was sollen sie noch machen? Ein Abonnieren. Mhm. Und Glocken drücken. Abonnieren, auf die Glocke drücken. Sehr gut. Und wenn das denen gefällt, nicht vergessen? Daumen nach oben. Oh ja. Also, dann sagst du Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Super, Milo. Good job. Nachdem Milo fertig war mit seinen Piccolinis, wir haben im Backofen reingetan. Natürlich haben wir den Backofen schon vorher vorgeheizt und haben wir für ca. 7 bis 10 Minuten gebacken. Und das war 180 Grad auf jeden Fall. Ich würde mich freuen auf eure Feedbacks. Bitte schreibt mal, was ihr denkt, wie ihr eure Piccolinis machen und auch schickt mir bitte Bilder. Ich bin auf Instagram und Facebook. Ich würde mich von euch freuen, ob ihr nackt gemacht, wie das denn gegangen ist bei euch. Der Milo hat schon richtig gesagt, wenn es euch das Video gefällt, bitte Daumen hoch. Er wird sich freuen, ich natürlich auch. Und lasst mich einen Kommentar, ein kurzes Feedback, was ihr über unsere Video denkt. Really delicious. This is just the right. If you like this video, please like it and share it with your friends. Don't forget to subscribe and click on the bell for more videos. Have a good time, guys. Please try it and let me know how it goes for you. Hope to see you soon in the next video. Bye bye. If you think Milo did a good job, please don't forget to give him thumbs up for the good job, and please share this recipe with your families and friends and try them with your kids and let us know how it goes for you. I'll be happy to hear about your feedbacks. Thanks for watching.